Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernen wir, wie man dieses traumhaft schöne Tuch häkelt, welches sehr kompliziert aussieht, es aber gar nicht ist. Es besteht aus 4 Reihen, die wir stets wiederholen. Und wenn ihr den Dreh erstmal raus habt, werdet ihr sehen, es geht ganz, ganz leicht von der Hand. Es sieht aus wie kleine Blumenmotive und es ist wirklich wunderschön. Ich habe mein Tuch in diesen tollen leuchtenden Farben gehäkelt. Weiß, Weiß und Mint, Mint, Mint-Türkis und Türkis. Eine traumhaft schöne Farbkombination. Die letzte Reihe, die wir häkeln, erwähne ich im Video, ist die zweite Musterreihe. Ich habe es aber doch mit der dritten gemacht, weil ich für mich persönlich diesen Abschluss schöner finde. Aber ihr könnt das auch mit der zweiten Musterreihe beenden. Mein Tuch hat die Breite von ca. 1,60 m und eine Höhe von ca. 62 cm. Dafür habe ich eine Bobbel verwendet, eine Bobbel von Barigol mit 1000 Meter Lauflänge. Die Bobbel ist vierfädig und sie besteht aus 50% Baumwolle und 50% Acryl. Wer die gleiche Farbnummer haben möchte, wie ich sie hier habe, nimmt die 305. Alle Angaben zu Barivol unter diesem Video. Ich verlinke euch den Link zum Barivol Shop. Schaut da rein, es lohnt sich auf jeden Fall, weil da nicht nur Bobbels sind, sondern verschiedene Wollgarne. Was ich noch erwähnen möchte, ist, ich habe ganz, ganz viele Sachen mit Barivol-Wolle gehäkelt oder auch gestrickt und ich habe bis jetzt nicht eine vertüttelte Bobbel gehabt. Die Nadelstärke ist die 3,5 und schauen wir uns an, wie das Ganze jetzt gearbeitet wird. Es geht los mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und diese 5 Luftmaschen schließe ich zu einem Kreis, indem ich in die erste Luftmasche einsteche und den Faden durch beide Schlingen ziehe, die auf der Nadel sind. 3 Luftmaschen und die 3 Luftmaschen zählen als ein Stäbchen und 2 Stäbchen im Kreis häkeln. Mit den 3 Luftmaschen haben wir jetzt 3 Stäbchen gehäkelt. 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen im Kreis häkeln. Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. 3 Stäbchen im Kreis häkeln. 2 Luftmaschen. Und nochmal 3 Stäbchen im Kreis häkeln. Wir haben jetzt hier 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen, 5 Luftmaschen, 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Das ist die Basis unseres Tuches. 4 Luftmaschen. Ich wende meine Arbeit und starte mit der ersten Musterreihe. In der Lücke zwischen den Stäbchen häkeln wir 3 Stäbchen in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen in derselben Lücke. Und so startet jede Reihe, bis unser Tuch fertig ist. Immer in der ersten Lücke 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und gehe zu den 5 Luftmaschen der letzten Reihe. Die erste Luftmasche bleibt leer. In der zweiten
zwei Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins und das zweite Stäbchen in derselben Masche. In der nächsten Luftmasche ein Stäbchen. Und in der nächsten Luftmasche zwei Stäbchen in derselben Masche. Wir haben insgesamt fünf Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und die Stäbchen und gehe zur letzten Lücke. In der letzten Lücke drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen in derselben Lücke. Und so beenden wir jede Reihe. Immer in der letzten Lücke drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen häkeln. Vier Luftmaschen. Ich wende meine Arbeit und häkel die zweite Musterreihe. In der ersten Lücke zwischen den Stäbchen drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und die Lücke und gehe zu den fünf Stäbchen der letzten Reihe. Hier häkeln wir jetzt drei Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Ich mache den Umschlag, steche von hinten in die große Lücke ein und gehe durch die Lücke zwischen den ersten zwei Stäbchen. Ich hole den Faden durch die zweite Lücke und jetzt durch die erste Lücke und komme hinten raus. Ich befinde mich im hinteren Teil meiner Arbeit und hier häkle ich mein Reliefstäbchen fertig. Das erste Reliefstäbchen von hinten eingestochen ist fertig. Nun häkle ich das zweite Reliefstäbchen von hinten ein. Ich mache den Umschlag, steche von hinten in die Lücke zwischen den ersten zwei Stäbchen ein, gehe durch die nächste Lücke der Stäbchen, hole den Faden durch die zweite Lücke, nun durch die erste Lücke wieder nach hinten. Und ich häkle das zweite Reliefstäbchen fertig. Und jetzt ein drittes Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Umschlag, in die Lücke von hinten zwischen dem zweiten und dritten Stäbchen einstechen, durch die nächste Lücke der Stäbchen den Faden durch beide Lücken nach hinten ziehen. Und ich häkle das dritte Reliefstäbchen von hinten eingestochen fertig. Fünf Luftmaschen. Jetzt wieder ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Und das mache ich wieder hier bei diesem dritten Stäbchen der letzten Reihe. Wir haben 1, 2, 3. Dieses dritte Stäbchen umhäkel ich wieder mit einem Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Ich mache den Umschlag und steche jetzt von oben und von hinten in die Lücke zwischen dem zweiten und dritten Reliefstäbchen. Ich gehe durch die nächste Lücke, hole den Faden durch die zweite Lücke und jetzt durch die erste Lücke wieder nach hinten und häkel mein Reliefstäbchen fertig. Und so sieht das jetzt aus. Und nochmal zwei Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Und wir haben jetzt hier drei Reliefstäbchen von hinten eingestochen, fünf Luftmaschen und nochmal drei Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und die Stäbchen und gehe zur letzten Lücke und beende die Reihe mit drei Stäbchen in der letzten Lücke.
2 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen in derselben Lücke. Vier Luftmaschen. Ich wende meine Arbeit und häkel die dritte Musterreihe. In der ersten Lücke zwischen den Stäbchen wieder 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und die Lücke und gehe zu den 3 Reliefstäbchen der letzten Reihe. Hier häkeln wir jetzt 3 Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Ich mache den Umschlag, steche nun von vorne in die Lücke, bin unter dem ersten Stäbchen und komme in der Lücke zwischen dem ersten und zweiten Stäbchen raus. Ich hole den Faden durch diese zweite Lücke und komme durch die erste Lücke wieder raus und häkel das erste Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Umschlag, ich steche von vorne in die Lücke zwischen dem ersten und zweiten Reliefstäbchen ein, komme durch die nächste Lücke heraus, hole den Faden durch beide Lücken nach vorne und häkel das zweite Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Umschlag, nun steche ich von vorne in die Lücke zwischen dem zweiten und dritten Reliefstäbchen, komme in der großen Lücke raus, hole den Faden durch beide Lücken nach vorne und häkel das dritte Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Zwei Luftmaschen. Hier sind die 5 Luftmaschen der letzten Reihe. Ich überspringe wieder die erste Luftmasche und in der zweiten Luftmasche 2 Stäbchen derselben Masche häkeln. Eins und das zweite. In der nächsten Luftmasche 1 Stäbchen. Und in der nächsten Luftmasche 2 Stäbchen in derselben Masche. Und wir haben wieder 5 Stäbchen gehäkelt. 2 Luftmaschen. Ich gehe zu den Reliefstäbchen und häkel auch hier 3 Reliefstäbchen von vorne eingestochen. 1. Zwei und das dritte. 2 Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und die Stäbchen und gehe zur letzten Lücke und beende meine Reihe mit 3 Stäbchen in der letzten Lücke. 2 Luftmaschen. Und nochmal 3 Stäbchen in derselben Lücke. Vier Luftmaschen. Ich wende meine Arbeit und häkel die vierte Musterreihe. In der ersten Lücke 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen in derselben Lücke. Jede Reihe startet und endet immer gleich. Jetzt 3 Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und die Lücke und gehe zu den Reliefstäbchen. Hier häkel ich 3 Reliefstäbchen von hinten eingestochen zusammen. Ich mache den Umschlag, steche von hinten in die große Lücke ein und gehe durch die Lücke zwischen den ersten 2 Stäbchen. Ich hole den Faden durch die zweite Lücke, nun durch die große Lücke nach hinten. Jetzt hole ich den Faden durch die ersten 2 Schlingen und behalte 2 Schlingen auf der Nadel. Umschlag,
Ich steche jetzt in die Lücke zwischen dem ersten und zweiten Reliefstäbchen von hinten ein, gehe durch die nächste Lücke der Stäbchen, hole den Faden durch beide Lücken nach hinten. Nun hole ich den Faden durch die ersten zwei Schlingen und habe drei Schlingen auf der Nadel. Umschlag, ich steche von hinten in die Lücke zwischen dem zweiten und dritten Reliefstäbchen, gehe durch die große Lücke, hole den Faden durch beide Lücken nach hinten. Jetzt hole ich den Faden durch die ersten zwei Schlingen und nun habe ich vier Schlingen auf der Nadel. Ich hole den Faden durch alle vier Schlingen und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Wir haben drei Reliefstäbchen zusammengehäkelt. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den fünf Stäbchen. Hier häkle ich jetzt vier Knospen und das mache ich wie folgt. In der Masche des ersten Stäbchens sechs Stäbchen in derselben Masche häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich ziehe die Schlinge etwas länger, nehme die Nadel heraus und jetzt gehe ich zur ersten Masche, zum ersten Stäbchen. Ich steche von hinten in die erste Masche ein, nehme die Schlinge wieder auf die Nadel und ziehe die Schlinge durch die Masche und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Und die erste Knospe ist fertig. Zwei Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Masche. Auch hier sechs Stäbchen in derselben Masche häkeln. 1, 2, 3, 4, 5 und das sechste Stäbchen in derselben Masche. Die Schlinge langziehen, Nadel rausholen und jetzt wieder zum ersten Stäbchen gehen. Von hinten in diese erste Masche des Stäbchens einstechen, die Schlinge aufnehmen und durch die Masche ziehen und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Die zweite Knospe ist fertig. Zwei Luftmaschen, ich gehe zur nächsten Masche und häkel auch hier sechs Stäbchen in derselben Masche. 1, 2, 3, 4, 5 und das sechste. Schlinge langziehen. In die erste Masche des ersten Stäbchens wieder von hinten einstechen, die Schlinge aufnehmen und nun die Schlinge durch die Masche ziehen und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Und die dritte Knospe ist fertig. Zwei Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Masche, auch hier sechs Stäbchen in derselben Masche häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schlinge lang ziehen, wieder in die erste Masche einstechen, in das erste Stäbchen von hinten in die Masche einstechen, Schlinge auf die Nadel nehmen und die Schlinge durch die Masche ziehen und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Und unsere vier Knospen sind fertig. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den drei Reliefstäbchen. Auch hier häkeln wir jetzt drei Reliefstäbchen von hinten eingestochen zusammen. Ich mache den Umschlag, steche von hinten in die Lücke ein, gehe durch die Lücke der ersten zwei Stäbchen, hole den Faden durch beide Lücken nach hinten. Nun hole ich den Faden durch die ersten zwei Schlingen und behalte zwei Schlingen auf der Nadel. Umschlag. Ich steche von hinten jetzt in die Lücke zwischen den ersten zwei Stäbchen, gehe durch die nächste Lücke der Stäbchen, hole den Faden durch beide Lücken nach hinten.
Jetzt hole ich den Faden durch die ersten zwei Schlingen und habe nun drei Schlingen auf der Nadel. Umschlag wieder von hinten in die Lücke, jetzt zwischen dem zweiten und dritten Stäbchen einstechen. Durch die nächste Lücke Faden durch beide Lücken nach hinten ziehen. Den Faden durch die ersten zwei Schlingen ziehen, wir haben vier Schlingen auf der Nadel. Den Faden durch alle vier Schlingen ziehen. Und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Und wir haben drei Reliefstäbchen von hinten eingestochen zusammengehäkelt. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und die Stäbchen und gehe zur letzten Lücke und beende die Reihe wieder mit drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen in derselben Lücke. So, und wir haben jetzt einen Musterrapport fertig gehäkelt. Die vier Musterreihen sind fertig und man kann das Motiv schon hier sehen. Es entsteht eine wunderschöne Blume. Das sind jetzt eigentlich die vier Reihen, die wir wiederholen. Nur ab jetzt haben wir natürlich auch Zunahmen. Hier haben wir einmal ein Blumenmotiv gehäkelt. Nun werden wir ein Blumenmotiv hier rechts häkeln und ein Blumenmotiv hier links. Häkeln wir die vier Reihen noch einmal zusammen. Vier Luftmaschen. Ich wende meine Arbeit und starte mit der ersten Musterreihe. In der ersten Lücke häkel ich die drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und gehe zu den drei Luftmaschen der letzten Reihe. In der ersten Luftmasche häkel ich zwei Stäbchen in derselben Masche. Ich steche in die erste Luftmasche ein, häkel ein Stäbchen und ein zweites Stäbchen in derselben Masche. In der nächsten Luftmasche ein Stäbchen. Und in der nächsten Luftmasche zwei Stäbchen in derselben Masche. Und ich habe jetzt hier fünf Stäbchen. Hier entsteht das erste Blumenmotiv. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die Reliefstäbchen und gehe zu den Knospen. Ich steche direkt in die erste Knospe von oben hinein, direkt in die Knospe, hole den Faden und häkel eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Knospe, auch hier von oben direkt in die Knospe einstechen, Faden holen, eine feste Masche häkeln. Drei Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Knospe, steche in die Knospe hinein, häkel eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Ich gehe zur letzten Knospe, steche in die Knospe hinein und häkel auch hier eine feste Masche. Und somit haben wir jetzt hier über den vier Knospen drei kleine Bögen. Hier ist ein kleiner Bogen, eine kleine Lücke, der zweite und der dritte Bogen über den Knospen. Drei Luftmaschen und das, was ich jetzt hier rechts gehäkelt habe, häkel ich auch hier links. Ich überspringe die Lücke und die Reliefstäbchen und gehe zu den drei Luftmaschen der letzten Reihe. In der ersten Luftmasche zwei Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins und das zweite. In der nächsten Luftmasche ein Stäbchen und in der nächsten Luftmasche zwei Stäbchen in derselben Masche. Und wir haben fünf Stäbchen und hier entsteht das zweite Blumenmotiv. Zwei Luftmaschen.
Ich gehe zur letzten Lücke und beende die Reihe mit drei Stäbchen in der Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen in derselben Lücke. Die erste Musterreihe ist fertig. Vier Luftmaschen. Ich wende meine Arbeit und häkle die zweite Musterreihe. In der ersten Lücke wieder drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und die Lücke und gehe zu den fünf Stäbchen der letzten Reihe. Hier häkeln wir drei Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Ich umhäkle das erste Stäbchen mit einem Reliefstäbchen von hinten. Hoppala. Nochmal. Das erste Reliefstäbchen. Ich umhäkle das zweite Stäbchen mit einem Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Und ich umhäkle das dritte Stäbchen mit einem Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Wir haben drei Reliefstäbchen von hinten. Fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt häkle ich wieder ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen und ich umhäkle wieder das dritte Stäbchen. Wir haben über dem ersten Stäbchen ein Reliefstäbchen, über dem zweiten ein zweites Reliefstäbchen, über dem dritten ein drittes Reliefstäbchen. Und jetzt nochmal ein Reliefstäbchen von hinten, welches wir um das dritte Stäbchen umhäkeln. Ich mache den Umschlag, steche von oben und von hinten in die Lücke zwischen dem zweiten und dritten Stäbchen. Ich gehe durch die nächste Lücke, hole den Faden durch die zweite Lücke und jetzt durch die erste Lücke nach hinten und häkel mein Reliefstäbchen fertig. Und so sieht's aus. Und nochmal zwei Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Und wir haben hier drei Reliefstäbchen, fünf Luftmaschen, drei Reliefstäbchen. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die große Lücke und gehe hier zu den drei kleinen Bögen. Die große Lücke bleibt leer. Ich steche in den ersten Bogen hinein, häkle eine feste Masche. Drei Luftmaschen, in den nächsten Bogen eine feste Masche, drei Luftmaschen, in den nächsten Bogen eine feste Masche häkeln. Und in dieser Runde haben wir jetzt auf zwei Bögen reduziert. In der letzten Reihe hatten wir 1, 2, 3 Bögen. Hier haben wir jetzt zwei Bögen. 1, 2. Das, was wir rechts gehäkelt haben, machen wir jetzt wieder auch hier auf der linken Seite. Drei Luftmaschen und ich gehe zu den Stäbchen. Ich häkle auch hier drei Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Eins. Zwei. Und das dritte. Fünf Luftmaschen. Und wieder ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen und wir umhäkeln wieder das dritte Stäbchen der letzten Reihe. Umschlag, ich steche wieder von oben und von hinten in die Lücke zwischen dem zweiten und dritten Stäbchen, gehe durch die nächste Lücke, hole den Faden durch beide Lücken nach hinten und häkel das Reliefstäbchen fertig. Und nochmal
zwei Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Und wir haben drei Reliefstäbchen, fünf Luftmaschen, drei Reliefstäbchen, zwei Luftmaschen. Und ich beende die Runde, die Reihe mit drei Stäbchen in der letzten Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen in derselben Lücke. Und die zweite Reihe ist fertig. Vier Luftmaschen. Ich wende meine Arbeit und häkel die dritte Musterreihe. In der ersten Lücke drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und die Lücke und gehe zu den drei Reliefstäbchen. Hier häkle ich drei Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Das erste. Das zweite und das dritte Reliefstäbchen von vorne. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die erste Luftmasche und in der zweiten häkle ich zwei Stäbchen in derselben Masche. Eins und das zweite. In der nächsten Luftmasche ein Stäbchen. Und in der nächsten Luftmasche zwei Stäbchen in derselben Masche. Und wir haben insgesamt fünf Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Hier sind die nächsten drei Reliefstäbchen. Wir häkeln auch hier drei Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Eins. Zwei und das dritte. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die große Lücke und gehe hier zu den zwei kleinen Bögen. Ich steche in den ersten Bogen hinein, die große Lücke bleibt leer, in den Bogen eine feste Masche häkeln. Drei Luftmaschen. In den nächsten Bogen eine feste Masche häkeln. Und wir haben jetzt hier auf einen Bogen reduziert. Wir hatten drei, dann zwei und jetzt haben wir einen Bogen. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den Reliefstäbchen. Auch hier häkele ich drei Reliefstäbchen von vorne. Eins. Zwei. Drei. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die erste Luftmasche. In der zweiten häkle ich zwei Stäbchen in derselben Masche. In der nächsten Luftmasche ein Stäbchen. Und in der nächsten Luftmasche zwei Stäbchen in derselben Masche. Und wir haben jetzt hier wieder fünf Stäbchen. Die erste und die letzte Luftmasche bleiben leer. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir die drei Reliefstäbchen. Wir häkeln drei Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Eins. Zwei und das dritte. Zwei Luftmaschen
und ich beende die Reihe wieder mit drei Stäbchen in der letzten Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen in derselben Lücke. Und die dritte Musterreihe ist fertig. Vier Luftmaschen. Ich wende meine Arbeit und häkle jetzt die vierte Reihe. Wir starten wieder mit drei Stäbchen in der ersten Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen in der ersten Lücke. Jetzt drei Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und die Lücke und gehe zu den drei Reliefstäbchen. Hier häkeln wir drei Reliefstäbchen von hinten eingestochen zusammen. Ich mache den ersten Umschlag, steche in die große Lücke von hinten ein. Nun gehe ich durch die Lücke, die zwischen den ersten zwei Stäbchen ist. Ich hole den Faden durch diese Lücke und jetzt durch die erste Lücke nach hinten. Ich hole den Faden durch die ersten zwei Schlingen und behalte zwei Schlingen auf der Nadel. Umschlag. Nun steche ich in die Lücke von hinten zwischen den ersten zwei Reliefstäbchen, gehe durch die nächste Lücke, hole den Faden durch die zweite Lücke und jetzt durch die erste Lücke nach hinten. Ich hole den Faden durch die ersten zwei Schlingen und behalte drei Schlingen auf der Nadel. Umschlag. Ich steche von hinten in die Lücke zwischen dem zweiten und dritten Reliefstäbchen, gehe durch die nächste Lücke, hole den Faden durch die zweite Lücke und jetzt durch die erste Lücke nach hinten. Ich hole den Faden durch die ersten zwei Schlingen und habe vier Schlingen auf der Nadel. Nun hole ich den Faden durch alle vier Schlingen und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den fünf Stäbchen. Hier häkeln wir jetzt wieder die vier Knospen. In der ersten Masche des Stäbchens sechs Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich ziehe die Schlinge, nehme die Nadel heraus, jetzt steche ich von hinten in die erste Masche des Stäbchens ein, nehme die Schlinge wieder auf und ziehe die Schlinge durch die Masche und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Zwei Luftmaschen, ich gehe zur nächsten Masche des Stäbchens, auch hier sechs Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich steche von hinten in die erste Masche, nehme die Schlinge und ziehe diese durch die Masche und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Zwei Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Masche des Stäbchens, häkel sechs Stäbchen in derselben Masche. Ich steche von hinten in die Masche des ersten Stäbchens, nehme die Schlinge und ziehe die Schlinge durch die Masche. Eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Zwei Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Masche und häkle sechs Stäbchen in derselben Masche.
Ich steche wieder von hinten in die erste Masche, nehme die Schlinge auf und ziehe die Schlinge durch die Masche und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Und die vier Knospen sind fertig. Jetzt drei Luftmaschen. Und hier sind die nächsten Reliefstäbchen. Auch hier häkeln wir drei Reliefstäbchen von hinten eingestochen zusammen. Ich umhäkel das erste Stäbchen, häkel das Stäbchen aber noch nicht fertig. Ich umhäkel das zweite Stäbchen, häkel das noch nicht fertig. Ich umhäkel das dritte Stäbchen und habe jetzt vier Schlingen auf der Nadel. Nun hole ich den Faden durch alle vier Schlingen und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Jetzt eine Luftmasche. Ich überspringe die nächste Lücke und gehe hier in die Lücke des Bogens hinein. In dieser Lücke eine feste Masche, eine Luftmasche und ich gehe zu den nächsten drei Reliefstäbchen. Also das, was ich jetzt rechts gehäkelt habe, mache ich auch auf der linken Seite. Nach den drei Reliefstäbchen, die ich zusammen gehäkelt habe, eine Luftmasche, den großen Bogen überspringen, die große Lücke, und in die kleine Lücke des Bogens über der Blume eine feste Masche häkeln. Dann eine Luftmasche. Jetzt überspringen wir hier die Lücke und gehen direkt zu den Reliefstäbchen und häkeln wieder drei Reliefstäbchen von hinten eingestochen zusammen. Ich habe vier Schlingen auf der Nadel und hole den Faden durch alle vier Schlingen. Eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Und jetzt drei Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den Stäbchen und häkel auch hier vier Knospen. In der ersten Masche des Stäbchens sechs Stäbchen in derselben Masche. Ich steche von hinten in die erste Masche, nehme die Schlinge auf und ziehe die Schlinge durch die Masche. Eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Zwei Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Masche des Stäbchens, häkel auch hier sechs Stäbchen in derselben Masche. Ich steche von hinten in die erste Masche hinein, nehme die Schlinge auf die Nadel und ziehe die Schlinge durch die Masche. Eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Und wieder zwei Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Masche, häkle auch hier sechs Stäbchen in derselben Masche. Von hinten in die erste Masche einstechen, die Schlinge durch die Masche ziehen, eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Zwei Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Masche und häkel auch hier sechs Stäbchen in derselben Masche. Ich steche von hinten in die erste Masche hinein, nehme die Schlinge, ziehe diese durch die Masche und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Drei Luftmaschen. Hier sind meine nächsten Reliefstäbchen. Ich häkle auch hier drei Reliefstäbchen von hinten eingestochen zusammen.
und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Zwei Luftmaschen und ich beende die Reihe mit drei Stäbchen in der letzten Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen in derselben Lücke. Und wir haben erneut hier die vier Muster reingehäkelt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Wir sind hier gestartet mit einer Blume. Jetzt haben wir eine Blume hier rechts, eine Blume hier links. Wir werden die nächsten zwei Reihen noch einmal zusammenhäkeln, damit ihr seht, wie wir die nächsten Zunahmen häkeln. Das heißt, wir machen das einmal ganz normal hier rechts, so wie wir es hier gemacht haben. Einmal hier links, so wie wir es hier gemacht haben. Und einmal hier in der Mitte. Und das hier in der Mitte machen wir gleich noch einmal zusammen. Vier Luftmaschen. Ich wende meine Arbeit und starte mit der ersten Musterreihe. In der ersten Lücke häkel ich die drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen in derselben Lücke. Jetzt zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und gehe zu den drei Luftmaschen der letzten Reihe. In der ersten Luftmasche häkel ich zwei Stäbchen in derselben Masche. Das erste und das zweite Stäbchen in derselben Masche. In der nächsten Luftmasche ein Stäbchen. Und in der nächsten Luftmasche zwei Stäbchen in derselben Masche. Das erste und das zweite. Und wir haben hier fünf Stäbchen. Hier entsteht das erste Blumenmotiv. Jetzt drei Luftmaschen. Ich überspringe die Reliefstäbchen und gehe zu den vier Knospen. Nun steche ich von oben direkt in die erste Knospe hinein, hole den Faden nach vorne und häkel eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Knospe, steche in die Knospe hinein, häkel eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Knospe, steche in die Knospe hinein und häkel wieder eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Knospe, steche in die Knospe hinein und häkel eine feste Masche. Und wir haben jetzt hier wieder drei kleine Bögen über den vier Knospen. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die große Lücke und die Reliefstäbchen und forme jetzt hier wieder das zweite Blumenmotiv. Die große Lücke bleibt leer, die Reliefstäbchen überspringen. Nach den Reliefstäbchen haben wir eine Luftmasche, die feste Masche und die Luftmasche. Die feste Masche ist im letzten Bogen über den Knospen. So, Umschlag, ich überspringe die große Lücke, die Reliefstäbchen. Nach den Reliefstäbchen in die Luftmasche zwei Stäbchen in derselben Masche häkeln. Das erste und das zweite. In der Masche der festen Masche ein Stäbchen und in der nächsten Luftmasche wieder zwei Stäbchen in derselben Masche. Eins. Zwei. Wir haben wieder fünf Stäbchen und hier entsteht das zweite Blumenmotiv. Drei Luftmaschen. Ich überspringe die Reliefstäbchen und gehe zu den Knospen. Ich steche in die erste Knospe hinein und häkel eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Knospe, steche in die Knospe hinein, häkel eine feste Masche.
3 Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Knospe, steche in die Knospe hinein, häkel eine feste Masche. 3 Luftmaschen. Ich gehe zur nächsten Knospe, steche in die Knospe hinein und häkel eine feste Masche. Und wir haben wieder 3 Bögen über den Knospen. 3 Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und die Reliefstäbchen und gehe zu den 3 Luftmaschen der letzten Reihe. In der ersten Luftmasche 2 Stäbchen in derselben Masche häkeln. 1 und das zweite. In der nächsten Luftmasche 1 Stäbchen. Und in der nächsten Luftmasche wieder 2 Stäbchen in derselben Masche. Und wir haben 5 Stäbchen und hier entsteht das dritte Blumenmotiv. 2 Luftmaschen und ich beende die Reihe mit 3 Stäbchen in der letzten Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen. Vier Luftmaschen. Ich wende meine Arbeit und starte mit der zweiten Musterreihe. In der ersten Lücke 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen in derselben Lücke. Jetzt 2 Luftmaschen. Ich überspringe die Stäbchen und die Lücke und gehe zu den 5 Stäbchen der letzten Reihe. Hier häkele ich jetzt erstmal 3 Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Ich umhäkle das erste Stäbchen mit einem Reliefstäbchen von hinten. Ich umhäkle das zweite Stäbchen mit einem Reliefstäbchen von hinten. Und nun umhäkle ich das dritte Stäbchen mit einem Reliefstäbchen von hinten eingestochen. 5 Luftmaschen. Und jetzt wieder ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen und wir umhäkeln wieder das dritte Stäbchen der letzten Reihe. Ich mache den Umschlag, steche von oben und von hinten in die Lücke zwischen dem zweiten und dritten Stäbchen ein. Gehe durch die nächste Lücke, hole den Faden durch die zweite Lücke und jetzt wieder durch die erste Lücke und komme hinten raus. Und ich häkle mein Reliefstäbchen fertig. Und jetzt 2 Reliefstäbchen von hinten eingestochen. So, wir haben jetzt hier 3 Reliefstäbchen, 5 Luftmaschen, 3 Reliefstäbchen. 3 Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den 3 Bögen über den Knospen. Hier. Ich überspringe die große Lücke, gehe zum ersten Bogen, steche in den Bogen hinein und häkle eine feste Masche. 3 Luftmaschen. Ich gehe zum nächsten Bogen. Auch hier eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen. Ich gehe zum nächsten Bogen und häkel eine feste Masche. Und wir haben jetzt hier auf 2 Bögen reduziert. In der letzten Reihe waren es 3, jetzt haben wir 2 Bögen. 3 Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den nächsten 5 Stäbchen. Auch hier erstmal 3 Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Ich umhäkle das erste Stäbchen. Nun umhäkle ich das zweite Stäbchen mit einem Reliefstäbchen von hinten.
Und ich umhäkel das dritte Stäbchen mit einem Reliefstäbchen von hinten eingestochen. 5 Luftmaschen. Und jetzt wieder ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen und wir umhäkeln wieder das dritte Stäbchen. Umschlag, ich steche von oben und von hinten in die Lücke zwischen dem zweiten und dritten Stäbchen ein, gehe durch die nächste Lücke und hole den Faden durch beide Lücken nach hinten und häkel mein Stäbchen fertig. Und 2 Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Und wir haben hier wieder 3 Reliefstäbchen, 5 Luftmaschen, 3 Reliefstäbchen. 3 Luftmaschen. Ich überspringe die große Lücke und gehe zu den 3 Bögen. Hier 1, 2, 3. Die 3 Bögen über den Knospen. Ich steche in den ersten Bogen hinein, häkel eine feste Masche und 3 Luftmaschen. Ich steche in den nächsten Bogen hinein, eine feste Masche, 3 Luftmaschen. Ich steche in den nächsten Bogen hinein und häkel eine feste Masche. Und wir haben auch hier auf 2 Bögen reduziert. 3 Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den nächsten 5 Stäbchen. Ich häkel erstmal wieder 3 Reliefstäbchen von hinten eingestochen. 1, 2, 3. 5 Luftmaschen. Jetzt wieder ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen und wir umhäkeln wieder das dritte Stäbchen der letzten Reihe. Umschlag, ich steche von oben und von hinten in die Lücke zwischen dem zweiten und dritten Stäbchen ein, gehe durch die nächste Lücke, hole den Faden durch beide Lücken nach hinten und häkel mein Reliefstäbchen fertig. Und jetzt 2 Reliefstäbchen von hinten eingestochen. 3 Reliefstäbchen von hinten, 5 Luftmaschen, 3 Reliefstäbchen. 2 Luftmaschen. Ich überspringe die Lücke und gehe zur letzten Lücke und beende die Reihe mit 3 Stäbchen. 2 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen in derselben Lücke. Und die zweite Musterreihe ist fertig. So, und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Hier haben wir die Basis für ein Blumenmotiv, ein zweites Blumenmotiv und ein drittes Blumenmotiv. Wir häkeln die Blumenmotive am Anfang, so wie wir es hier bei dem ersten, auch wie bei dem zweiten gemacht haben. Also hier die 3 Luftmaschen, da das erste Blumenmotiv, die 3 Luftmaschen, das zweite Blumenmotiv. Und mittig, also alles, was jetzt hier in der Mitte an Zunahmen ist, machen wir genauso, wie wir es hier gemacht haben. Das heißt, wenn wir das eine Blumenmotiv fertig gehäkelt haben, haben wir die 3 Reliefstäbchen, die wir zusammen häkeln, dann eine Luftmasche, eine feste Masche im letzten Bogen über den Knospen und eine Luftmasche. Und dann startet das nächste Motiv. Und zwischen diesen Reliefstäbchen, die wir zusammen häkeln, formen wir dann die nächsten 5 Stäbchen für ein Blumenmotiv mehr, also für unsere Zunahmen. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Also wenn ihr das 2-3 Mal gemacht habt, glaubt mir, das geht ganz, ganz leicht von der Hand. Jetzt geht es ganz normal weiter mit der 3. und 4. Musterreihe und dann ist das Blumenmotiv fertig. Die letzte Reihe ist die Reihe, die wir gerade gehäkelt haben. Diese 2. Musterreihe wird die letzte Reihe unseres Tuches sein. Und wenn das Ganze dann größer wird, aber dann dieses traumhaft, wirklich traumhaft schöne Ergebnis. Das, was wir heute
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wieder für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren. Ich freue mich über ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.